Hallo und Servus zusammen, ich bin's wieder, der Drewman, und ich darf euch heute diese wunderschöne Tippmann M4 Raiden CQB vorstellen, und zwar als HPA-Version. Wie es war, dieses Teil zu spielen, was es drauf hat und was es sonst noch so kann, seht ihr jetzt im Video. Viel Spaß! Die M4 misst etwa 68 cm in der Länge mit einem eingefahrenen Stock und etwa 76 cm mit ausgefahrenen Stock. Sie wiegt etwa 2,1 kg, so hat sie zumindest Bugatti angegeben, und kann in zwei verschiedenen Varianten besteuert werden bzw. auch umgebaut werden, nämlich CO2 und HPA. Sprich, ihr könnt das Teil einsetzen, wie ihr wollt. Mit CO2 hat sie etwa 0,6 Joule bis etwa 1,6 Joule. Mit HPA hingegen auch wieder etwa 0,6 Joule bis 2 Joule. Wichtig, ihr könnt das Ganze frei einstellen mit Hilfe des Ventils, da kommen wir aber später im Video noch dazu. Zur M4 dazu gibt es ein Midcap-Magazin mit einer Kapazität von 120 Schuss. Dazu noch ein Remote Line mit Bleeder. Was das ist, ist ziemlich simpel. Das ist quasi dieser Schlauch, der eben die Airsoft hier unten, also könnt ihr quasi diesen Bommel da reinstecken und euren HPA-Tank auf der anderen Seite anstecken, und schon habt ihr da einigermaßen Power drauf und könnt damit spielen. Ziemlich geil, dass es mit dabei ist. Noch dazu gibt es einen Umbausatz für CO2, wenn ihr eben die HPA-Variante bestellt habt, gibt es das CO2-Kit noch oben drauf mit dazu, dann könnt ihr eben auch mit CO2 spielen. Müsst ihr dann einbauen und noch eine Bedienungsanleitung. Ganz wichtig, dass ihr das Teil auch ordentlich bedienen könnt. Die M4 hat von Tippmann einen Lauf mit einem Innendurchmesser von 6,06 mm verpasst gekriegt, mit einer Länge von 275 mm. Das Hop-Up ist stufenlos einstellbar über eine Schraube mit Feingewinde. Auch vorhanden ist das sogenannte Tippmann Inner Bolt System, das ist eine geschlossene Einheit und sorgt für Druckverlust. Reduzierung, genau. Entschuldigung, danke. Kommen wir nun zur Optik und Verarbeitung. Erstmal optisch ist das Ding ziemlich simpel gehalten, ist halt eine M4, kein optisches Highlight, aber es erfüllt den Sinn und den Zweck definitiv. Wir sehen auch, sie ist relativ schmal im Vergleich zu anderen Airsofts. Liegt einfach daran, da muss keine Gearbox rein, kann das ganze Gerät also ein bisschen schmäler gehalten werden. Der Henker vorne ist aus vermutlich Aluminium gefertigt, sehr gut verarbeitet, überhaupt nicht scharfkantig, fässt sich gut an, passt. Hier oben die Rail, auch aus Aluminium gefertigt, und da ist uns dann eine kleine Sache aufgefallen, noch genaueren hingucken. Wir haben hier oben kleine Lufteinschlüsse. Wir blenden sie euch in der Nahaufnahme ein, wenn wir es nicht vergessen. Nämlich hier hinten ein riesengroßer Lufteinschluss. Es sieht furchtbar aus, wenn man es erstmal gesehen hat. Da muss man immer die ganze Zeit hingucken, und auch so in der Rail überall verteilt sind diese Gussfehler. So, und jetzt sind wir hier in einer Preiskategorie, wo man verlangen kann, dass es nicht so aussieht, wo man verlangen kann, dass der Guss ordentlich ist. Und das wertet das ganze Produkt unserer Meinung nach zumindest ziemlich ab. Weiter hinten haben wir hier auch kleine Guss- und Fügestellen, eben durch den Kunststoff, aber das ist in Ordnung soweit. Ebenfalls kriegt sie eben durch diese Beschädigungen etc. 6 von 10 Punkte. Zum Einstellen der Hopper-Unit benötigen wir einen Imbusschlüssel. Den müsst ihr hier oben reinstecken, und da erwartet euch eine Feingewindeschraube. Die könnt ihr frei einstellen. So, hat jetzt einen Vor- und einen Nachteil. Vorteil, das Teil verstellt sich nicht. Feingewinde ist nämlich sehr gut in der Hinsicht. Hat da quasi gar keine Luft, wackelt überhaupt nicht und ist auch nicht anfällig für Vibration. Sprich, ihr stellt es ein und es passt. Nachteil, ihr könnt nicht einfach nachstellen am Spielfeld. Ihr müsst immer einen Imbusschlüssel mit dabei haben, und das muss euch bei diesem Teil hier wirklich bewusst sein. Es kann sehr nervig und sehr frustrierend sein. Dann kommen wir jetzt mal ganz kurz hier zu dem ganzen HPA-Zeug. Das ist eben dieser Schlauch, den ihr braucht.
Wenn ihr den HPA-Tank anschließen wollt, müsst ihr auf jeden Fall sicher gehen, dass hier schon mal zu ist. Da wird auch links gedreht, dann ist zu. Gegen den Uhrzeigersinn. Gegen den Uhrzeigersinn, genau. Wenn ihr jetzt hier diesen Schlauch da unten reinstecken wollt, müsst ihr zuerst diesen silbernen Ring da hochziehen. Nach unten ziehen, meine ich. Entschuldigung, der ist zuerst oben. Dann könnt ihr ihn quasi hier raufstecken. Lasst los, dann sitzt der hier oben fest drauf. Der rote Ring muss da vorne sein. Dann kann man jetzt quasi hier hinten so aufdrehen, wenn die HPA-Flasche jetzt schon angeschraubt wurde, logischerweise. Und dann ist da Saft drauf. Wenn ihr das Ganze hier demontieren wollt, müsst ihr den ganzen Prozess rückwärts machen. Ziemlich simpel. Zum Druck einstellen kommen wir jetzt. Brauche ich dafür ganz kurz den Pin und den Hammer. Denn es ist nicht wie bei anderen Systemen so, dass man das über ein Einstellrädchen draußen an der Luft machen kann. Nein, das Ganze ist in der Airsoft drin versteckt. Und zwar haben wir auch hier wieder ein Ventil, wofür wir die Schraube benötigen. Jetzt den Imbusschlüssel. Und zwar ist es hier, das ist ein bisschen versteckt. Da müsst ihr hin und dann müsst ihr eindrehen und dann müsst ihr quasi euch so hinmuxen, wie ihr es haben wollt. Also einstellen, wie ihr es haben wollt, und dann passt die ganze Sache. Ist an sich eigentlich schon ein ziemlich cooles System in der Hinsicht, dass es ziemlich gut zum Einstellen ist, dass es einfach da drin ist und es kann sich nicht einfach verstellen. Nachteil, auf großen Events zum Beispiel werden HPAs gerne verplombt. Das ist dann natürlich nicht mehr so einfach möglich. Das ist natürlich dann irgendwie ein bisschen blöd. Dafür kriegt sie auch 7 von 10 Punkten im Sinne der Funktionalität. Jeder Airsoft-Spieler will in seine Airsoft auch Kugeln reinkriegen. Deswegen brauchen wir Magazine und willkommen beim UMCS Kompatibilitätscheck von, vom Magazin. Zuallererst fange ich jetzt mal mit dem Lonex Midcap Magazin an. Unser Allround Magazin funktioniert immer, aber in dem Fall können wir es leider Gottes in die Tonne treten. Es passt einfach nicht rein. Der Steg ist einfach zu lange, also der hier, ja, vergesst es einfach. Geht nicht, keine Chance. Auch enttäuschend ist das Crytek Midcap Magazin, geht auch nicht. Ihr steckt es rein, es feedet sogar, aber ich brauche nichts drücken, es geht einfach wieder raus. Könnt ihr in die Tonne treten. So, die anderen Magazine hier funktionieren alle. Das ist ein G&G Highcap Magazin, ein Crytek Highcap Magazin, ein G&G Midcap Magazin, welches wirklich extrem gut sitzt und auch wirklich sehr gut feedet. Also da ist wirklich keine Luft und es geht wieder schön raus. Aber ein Problem haben wir bei diesem Bigardi Waffelmagazin. Es wird nicht ganz leer gefeedet und es kann bei mehreren Magazinen auftreten. Wir haben es jetzt eben nur bei dem hier festgestellt. Ansonsten passt alles, es feedet alles wunderbar. Aber ein paar Komplikationen gab es da eben und deswegen wären es auch nur 4 von 10. Ach ja, bevor ich es vergesse, entschuldigt, habe ich gerade vergessen. CO2-Magazine, falls ihr eben die Tipp man hier als CO2 spielen wollt, sind nicht im Lieferumfang enthalten, heißt ihr müsst sie kaufen und die kosten euch 32,90 das Stück und da passen gerade mal 80 Kugeln rein. Also überlegt euch wirklich, ob ihr CO2 spielen wollt oder ob ihr nicht gleich auf HPA gehen wollt. Dann kommen wir mal zu der ganzen Handhabe hier. HPA-mäßig, wie immer, oder soweit ich weiß, wie immer, ordentlich Rückstoß dahinter. Jo, das Ding zwiebelt also richtig nach hinten, wenn er schießt. Macht schon Bock, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Vom Handling her ist es auch ziemlich ausgeglichen, muss ich sagen. Also es kippt nicht, also es ist jetzt nicht sehr kopflastig. Es ist sehr gut ausbalanciert. Finde ich absolut super, weil wer mag schon, wenn die Airsoft immer so nach vorne kippt. Da habe ich gerade so ein kleines Déjà-vu an so ein altes Video, das wir mal hatten. Naja, auf jeden Fall hat HPA halt einfach ein kleines Problem. Dadurch, dass ihr eben diesen Schlauch habt, könnt ihr sich einfach mal hier so nach links und nach rechts wechseln. Das geht einfach nicht. Das ist halt ein bisschen eingeschränkt in der Hinsicht. Aber ansonsten macht es vom Handling her wirklich einiges her, unserer Meinung nach. Kriegt 8 von 10 Punkten und ich glaube, das ist wirklich absolut zufriedenstellend. Wenn ihr euch eine Airsoft kauft, wollt ihr bestimmt was damit treffen auf dem Spielfeld. Ob das hiermit funktioniert, sage ich euch jetzt. Die Schussleistung ist wirklich gut. Die Reichweite absolut zufriedenstellend. Klar, könnte mehr gehen, aber
man muss auch immer den Preis in Relation sehen und dafür ist es wirklich vollkommen in Ordnung. Auch die Genauigkeit ist wirklich okay. Wenn ihr wohin schießt, schießt ihr auch in die Richtung und ab und zu habt ihr mal einen Ausreißer, aber jetzt nichts Dramatisches. Ein großes Problem unserer Meinung nach ist eben daran, ist halt Hop-Up, hat einen enormen Rückstoß. Dadurch kann es passieren, dass er ab und zu mal verreist, weil er die Airsoft ein bisschen rumschwingt, sage ich mal. Und dann trefft er halt nicht so gut. Außerdem haben wir festgestellt beim Kronen, also wir hatten sie auf zwei Joule eingestellt in etwa, dass wir leichte Schwankungen von 0,05 Joule hatten. Das ist eigentlich ja jetzt nicht so gut, es ist jetzt nicht absolut schlecht, aber auch das könnte besser gehen. Dafür kriegt sie aber von uns 7 Punkte und ich denke, das ist wirklich absolut fair. Nun sind wir leider schon am Ende des Videos angelangt und ja, was soll ich großartig dazu sagen? Sie kostet 549 Euro und ist damit eine absolute einsteigerfreundliche HPA, beziehungsweise für Leute, die sich eben mal das ganze HPA-System angucken wollen und mal dieses ganze HPA-Game ausprobieren wollen. Ist wirklich empfehlenswert, sage ich mal. Sie kann von allem alles ein bisschen, nicht zu viel. Ich meine, was will man für den Preis auch erwarten? So, sie ist souverän und mir braucht es auch nicht. Sie hat im Durchschnitt, also alle Punkte miteinander, durchschnittlich 6,4 Punkte erhalten. Denke, damit kann man auch zufrieden sein, vor allem für die Preisklasse. Und damit darf ich mich jetzt schon von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, morgen, wie auch immer. Und haut rein, lasst ein Abo da, ein Like, einen Kommentar und alles Mögliche. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht es gut und tschüss. Bitte. Are you listening? Damn.